Willkommen zurück zu Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung! Yay! Wir haben die ganzen Sidequests, die wir aktuell offen hatten, inklusive Titanenmissionen geschafft. Jetzt wird es Zeit, den Wald der Crocs zu befreien. Unsere Truppe können wir nicht wirklich ändern, ne? Wir können uns aussuchen, welche Waffe lang haben soll. Welche Waffe soll lang haben? Ist mir egal, such du aus. Dann geben wir ihm bald Story-Mission, das ist die Killerwaffe. Zelda bleibt beim antiken Erweiterungsrat nicht wirklich die Wahl. Und dann dürfen wir uns einen Charakter tatsächlich aussuchen. Oh mein Gott! Jesus Christ, das ist ja unglaublich. Dann nehmen wir die Mipha mit. Wuhu! Mipha. Und dann schätze ich, war's das. Let's go. Wir hätten doch einfach kaufen können. Hätten wir können, aber ich wollte nicht. Dreist. Vielleicht finden wir auch einfach welche. Vermutlich. Hey, hier sind nur drei Leute runtergesprungen. Wow. Das sieht man selten. Ja. König Roam gab den Piloten der Titanen ihren ersten Befehl, den Ritter zu finden, der das Bannschwert führt. Dafür musste jedoch zuerst der Wald der Crocs befreit werden, in dem eben jenes Schwert ruhte und seine Ergreifung durch den Ritter harrte. Warum werden die Bogmans eigentlich nicht immer wieder rausteleportiert? Keine Ahnung. Alle vier Piloten begaben sich nunmehr auf den Weg. Begleitet von ich mag aber auch, dass alle wissen, wo das legendäre Bankschwert liegt. Offensichtlich. Abdingbar war, sowie von Link, der als ihr Leibwächter nie von der Prinzessin Seite wich. Ich meine, der Trick sollte ja eigentlich sein, dass man weiß, wo es ist, aber man kommt halt nicht ran, weil es ist halt in einem blöden Wald. Amedo! Was ein Dörfer ist ja Amedo? Wir haben noch nicht wirklich irgendwas von dem Ding gesehen, also, Ist es ein Vogel? Ist es ein Revali? Diese Pflicht hat mir der König von Hyrule selbst auferlegt. Der Typ ist ein Arschloch. Es ist mir eine Ehre, sie gewiss. Wer Revali oder der König? Beide. Ich wäre da nicht so stolz drauf. Die passen gut zusammen. Du hättest einfach Ja sagen können. Das ist nicht das Problem hier. Doch wieso soll Link der Anführer in der kommenden Schlacht sein? Das ist eine gute Frage. Das sollte die Prinzessin sein und er ist der fucking Leibwächter, oder nicht? Wir müssen alle unser Bestes geben. Ich würde ihn generell dafür nicht einsetzen. Titan ist Mittelpunkt der Strategie, richtig? Der redet nicht. Ist ein Problem. Also möge das verstehen, wer da will. Kommandant, was ist Ihr Befehl? Haha! Wenn er sich als Klotz am Bein erweist, dann wird sich sein Ruf als Beschützer der Prinzessin schon bald in Luft auflösen. Seine Waffe ist dreimal so stark wie deine. Ich würde die Klappe halten. Was meinst du, wie lange wir uns dein Murren noch anhören müssen? Ja, ja, schon gut. Es ist sowieso an der Zeit für eine kleine Demonstration. Ich jedes Mal, wenn ich diese Cutscene sehe, würde ich welchen die Mission geben, wo die verprügelt. Und das mit einem Holzlöffel. Warum ist es besonders blamabel für ihn zu machen? Sagt, du, die hau dich mit einem Holzlöffel kaputt. Komm mal runter von deinem hohen Pferd. Sieht aus, als dürfen wir einen neuen Titan steuern. Befreiung des Waldes der Crocs mit einem formosen Flugtitan. Na gut, let's go. Der kreischt. Aus Gründen. Der ist ja ganz Pew Pew. Indeed. Hier haben wir die Viecher, die überall im Preview von Breath of the Wild 2 zu sehen waren. So, hier war das. Blick nicht ändern auf Y. Hier unten haben wir noch nicht wirklich viel zu vernichten, ne? Da halt die Behausungen. Wenn man das so nennen möchte. Ja, ach doch, da sind wir momentan auf der Karte nicht eingezeichnet. Aber die Dinge wollen wir natürlich vernichtet haben, diese lustigen, hell leuchtenden Behausungen, die wir da unter uns haben. Zerstöre jeden Vorposten, das ist nämlich die Mission. Ja, in der Tat. 7 von 27. Oh, hey, Hinox. Kannst vielleicht übertreiben mit der Anzahl an Vorposten. Jetzt Pew Pew. Lese ganz Pew Pew. Haha! Ah, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Der war out of range. Wie aussieht. Wie auch immer, die auch einfach Vorposten mitten auf die Wand vom, von verlorenen Wäldern draufgekriegt haben. Aber können wir eigentlich was gegen diese unglaubliche Überbeleuchtung des Feldes tun? Nein. Haben die irgendwie zwei Sonnen oder was ist das Problem? Ich sehe gar nichts in der Mitte des Feldes.
Immerhin können wir mal über Schloss Highway kämpfen. Außerdem haben wir scheinbar gerade die Grenze der Karte erreicht. Ja. Bumm! Nicht sterben. Nicht so, dass sie irgendwie Damage machen, solange ich den Schild oben habe. Also, Basis. Wurde vernichtet in dieser Basis. Oh, komm, hier ist so viel los. Jetzt sind sie auch endlich auf der Karte, jetzt wo 20 von 27 zerstört hat. Ja, es ist ein bisschen dämlich, dass sie die nicht einfach von Anfang an einzeichnen, aber hey, whatever. Nee. Hat immer das Spiel meint, was die richtige Wahl wäre. Oh, die zwei sind wahrscheinlich noch am Graben. Vermutlich. Ein Blickwinkel drüber. Und schleichen voran. Vamedo für den fliegenden Titan ist arschlahm. Den schnellsten Titan haben wir noch nicht gesehen. Das ist korrekt. Das ist der eine, der uns noch fehlt. Ja, das Ding ist natürlich da vorne irgendwo in einem kleinen Burggraben. Ja, ich glaube, wir sind beide im Graben. Ja. Sonst hätte sie mit dem Laser wahrscheinlich auch getroffen. Piu, piu, piu. Aber wirklich hier ganz hinter dem Ding. Dass man ja nicht drankommt. So, und das letzte Teil. Ich wünsche mein Fadenkreuz war anders farbig als eins. Finde ich nämlich teilweise nicht. Ja, da ist das Ding. Tötet! Vernichtet! Wunderbar. Erfolg. Hier, Medo legt sich keiner ungestraft an. Ja, die ganzen Moblins, die da auf ihren fliegenden Flößen sind, die sind egal. Die können ich wollte gerade sagen, wir ignorieren die mal. Hauptsache die Basen sind weg. Dadurch despawnen alle Gegner automatisch oder ja. So. So in der Richtung. Das wird hier das Konzept sein, denke ich. Ja. Ja, dann dürfen wir jetzt aus dem Heldenmodus übernommen haben. Dürfen wir jetzt in die eigentliche Mission rein, ja. Vielleicht irgendwie so innerhalb der nächsten 2 Stunden. Na, muss erstmal laden. Okay, lassen wir dem Spiel 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, mal. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, die ganzen fliegenden Moblins auf ihren Flößen, die waren irrelevant, schätze ich. Revali hat sich entschlossen, jetzt wo der Titan fertig ist, ist er schneller zu Fuß, beziehungsweise mit den eigenen Flügeln, das war dieses Riesending. Ja. Ich mag aber, dass er auch einfach das Ding fliegt in irgendeine Richtung, springt einfach ab. Was? Pack das Ding jetzt von alleine, oder was? Einen Autopiloten eingeschaltet. Fliegt jetzt immer im Kreis. Da seid ihr ja. Hey, es ist der Original Character Man. Woohoo. Dessen Namen wir noch nicht kennen. So dichter Nebel. Da wollen wir durch. Mit Sicherheit werden wir uns sofort verlaufen. Ach du, Rival, halt die Schnauze. Wenn nur jemand vom Himmel aus den Weg erkunden könnte. Poke, poke. Kann selbst ich von oben nicht sehen. Denkst du eigentlich nach, bevor du etwas sagst? Uns zu verlaufen ist noch die geringste unserer Sorgen. Wie sollen wir erkennen, ob hier noch jemand ist? Der Baum ist so lange lustig, bis er den Mund aufmacht. Wir müssen in jedem Falle darauf gefasst sein, dass wir... Hi. Die hätten für den eine eigene Stimme holen müssen, eine passende Stimme. Die haben Pura einfach an ihn übergeben. Maronus! Musikant aus dem Krogwald. Der. Hurra. Ja, Krogs habe ich noch nie gesehen. Was sind Krogs? Das ist 90er Jahre Voice Acting. Ich sicher an ihnen vorbeischleichen. Wie dem auch sei. Wir haben bei dir im Wald etwas zu erledigen. Daher nehmen wir uns gern der Monster dort an. Hurra. Yay, wir folgen einem Baum. Ja. Ich hoffe, er kann mindestens unser Waffeninventar ein bisschen vergrößern. Alle sind zu Recht besorgt. Ja.
Okay, let's go. Masterschwert. Ist das ein Baum mit Barakas? Ja. Ja, es ist ein Baum mit Barakas. Okay. Ein einzigartiges Schwert, mit dem man die Finsternis versiegeln kann. Let's go. Mission Start. Erstmal ist das hier der Wald der Crocs, also suchen wir nach Crocs. Ich sehe, du hast den ersten Croc. Ja, ich habe auch direkt einen Apfel gefunden. Das ist schon mal viel wert. Finde ich auch. Guck mal, hier vorne ist noch ein Croc. Und hier kann es passieren. Ja, sieht man doch. Alakazam. Ja, ich meine. Ein Vase an dieser Stelle? Den hätten wir ohne deine Hilfe gar nicht bemerkt. Ja, ich meine, der war sehr auffällig, zugegebenermaßen, aber wir wären dagegen eine unsichtbare Wand gelaufen, also. wo sind wir denn gerade? Ja, da neben dir ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, hier ist. Zack. Ja, vielleicht gleich mit dem 75, die wir hier finden, gar nicht so falsch. So, drei Crocs weniger. Ui, Stallgegner, das erste Monster! Ja, muss mich retten. Das erste Mal, dass wir welche in diesem Spiel sehen. Ja. Untote! Untote. Verdammte Stahlbachblind. Kill them all. Beschütze ja, ja. Maronus. Wenn es denn sein muss. Niemand mag Maronus. Nee. Ist richtig. Sogar ein Stahlmoblin. Neue Gegner. Unglaublich. Ja, richtig. Ja, dieselben Gegner, nur in Gelb, in Weiß. Dicke Challenges hier. Ich fühle dich gestoppt. Und finische. Schwunk. Oho, ein kleines Glückstätzchen zwischendurch. Wie wär's mit. Nein, wie wär's mit. Zeig uns doch einfach den Weg. Geh dahin, wo es weitergeht. Ja, eben die Köpfe aus dem Weg räumen, weil Maronus uns da verstehen bleibt, der Hohlkopf. Okay, weiter geht's. Wunderbar, danke für den Weg, Maronus. Von dir. Ich sehe einen Pyromagus. Und weil es ja irgendwie relevant ist, einen Feuerpyromagus. So, einmal groß Wasser. Den Kollegen. Das war nicht mein Stoppmodul. Ich arbeite fleißig an den 100 Gegnern, die wir starten müssen. Ja, zugegebenermaßen. Das könnten wir bei dieser Mission sogar kriegen, wenn wir fleißig sind. Ja, wenn wir uns minimal Mühe damit geben. Wenn wir nicht das Modul aktiv vermeiden, besser gesagt. Ist ja nicht so schwierig. Maronus betrachtet diesen Lavaschleim, der da vorne jetzt explodiert. Ja. Noch ein Stahl-Exalfos? Something like that. Ach. Wo sind wir denn? Ach, du hast noch einen Krog gefunden. Okay. In das Jahr. Ja. Ein Traum. Dann geht's hier weiter. Ich sehe da schon wieder einen Feuerpyromagus. Und ein Stahlmoble. Aber Mifa muss es so lange tun. Okay, dann muss Mifa das so lange mal tun. Und ich stopp diesen Blüten hier. Ja. Jo, Leiste dezimiert. Dann hätten wir da vorne noch einen Feuerpyromagus rumstehen. Aber erstmal noch einen Steinmoblin für unterwegs. Ey, wie wär's mit einem spezialfinischer Angriff hier für dich? Hey! Oh, noch ein bisschen stoppen. Nicht, dass er sich noch bewegt oder so. Ja, das ist wirklich sowas, du musst noch tun. Ja, schrecklich. Okay, gehen wir mal bevor wir so Maronus hinterher rennen. Ja, nimmst du den Weg? Ich gehe mal Richtung Maronus. Das Anon-Krog. Ja, ich will schneller. Ja. Ich nehme mir Pfeile einfach auf dem Rückweg mit. Ja. Ich gehe jetzt mal auf die Suche nach mehr Krogs. Bin mir sicher, dass hier hinten in den ganzen Sackgassen überall welche sind. Alles klar, krog du mal. Weh, der teleportiert mich zu dir. Das wäre jetzt doof. Ich habe Goma gefunden. Ne, doch nicht. Fast. Sieht aus wie ein Goma-Auge. Ja, dann hätten sie einen neuen Feind designen müssen für dieses Spiel. Korrekt. Stattdessen Stahl-Hinox. Naja, sie hätten einfach den alten Feind übernehmen müssen. Ja, aber. Wie habe ich das nicht hier teleportiert? Das tut mir schwer leid. Jetzt muss ich wieder um die Ecke laufen. Ja.
Ja, die haben halt in dem Breath of the Wild-Stil keine Gomas, von daher hätten wir komplett neu designen müssen. Das kannst du von denen nicht erwarten. Ja, es ist natürlich haarig hier in der Tat. Attacke Nagel! Schießen wir uns Spin off, da kann man das nicht erwarten. Oh, nicht als hätten sie das für das erste Hyrule Warriors getan oder so. Jaha! Vielleicht sind die Pfeile nochmal gut, solange das schon nicht nochmal teleportiert. Oh mein Gott, ich habe einen Hasen gefunden. Oh, ich war minimal zu spät. Schade, ich sehe den Ballon. Einen Moment. Haben's gleich. Schmetterangriff. Jetzt kannst du ihn nehmen. Höher! Ja, noch mehr Crocs. Man kann nie genug Crocs haben. Nee, nee. Kannst du mal eben schnell... Falsch abgebogen. Ja. Von nur auf zwei Dinge gleichzeitig versucht zu achten. Ja, ja. Okay, einmal muss man die Leiste zeigen. Und Attackenhagel! So, soviel zu dem Viech. Tot! Dolle Arbeit, wie immer, Link. Voll froh, dass du hier bist, oder so. Okay, da gucke ich auch schon auf den nächsten Croc. Das war ganz merkwürdig. Das war ganz, ganz merkwürdig. Erfolg. Oh mein Gott, das ist Glubber. Der Eingang, aber jemand hat alles in Schlamm verwandelt. Das soll Schlamm sein? Jetzt nicht weiter. Ja, total. Ich sehe da nicht viel Schlamm. Es könnte das Werk der Jägerbande sein. Und es ist unmöglich, am Rande entlang zu klettern oder so. Das war komische Monster. Sollen wir uns das komische Monster, Herr. Sollen wir uns das mal einsehen? Nee, Maronos, wir... Lassen, das ist alles in Ruhe. Die Karte ist plötzlich dreimal so groß. Ein Traum. Nicht wahr? Ja. Oh, ist schon gruselig. Und Maronus will dem Wald helfen. Naja, mach das mal. Maronus ist jetzt spielbar. Ein Traum. Hurra. Da freuen wir uns doch alle einen Baum. Ja, Maronus. Einen wortwörtlichen Baum. Sterben bitte. Hier erstmal oben in die Ecke. Okay, unterwegs ein paar Exalfos-Möbel. Höja! Endlich die Fallen hier unten aufgeräumt. Höja! Maronus! Das hört man auch selten. Ja. Da eine Höhle weniger verwelzt. Guck mal den Inhalt hier. Ich sehe, du spielst Maronus. Das tut mir leid für dich. Ja. Huch. Mifa geht immer dahin, Zelda geht immer da unten hin. Micromanagement! Ich bin da so gewohnt. Zack, zack, zack. So, dann. Jaha, jaha, jaha. Ja. Weil hier einmal. Maronus. Ja, Maronus hat halt Crocs in seinem Einsatz. Maronus kann mit seiner Spezialtechnik neue Crocs beschwören. Er ist so ein bisschen wie Olemar in die Pigments. Ne. Leider ist seine Croc-Party nicht annähernd so lustig wie eine Bockel-Party, von daher. Ist korrekt, seine Croc-Party hört irgendwann auf, ist das Dimmer. Dann muss er wieder neue Crocs beschwören. Ja, die Bockel-Party, ja, das ist die beste Party und die hört nie auf. Durch. Lang, kannst du. Lang. Seriously. Was ist los? Ich habe extra gedrückt, dass er umdrehen soll, damit er das Stopp-Modul in die richtige Richtung macht, aber er ist stattdessen rückwärts gelaufen und hat sich gedacht, und jetzt ist alles doof. Ah ja. Das übe ich also. Ja. So, jetzt machen wir das ganz in Ruhe hier mit dem Kollegen. Aber jetzt greift er natürlich auch nicht mehr an, jetzt wo ich es in Ruhe mache. So. Wenn Maronus selber nicht so nervig wäre und das ständige ja, ja, nicht so nervig wäre, würde ich wahrscheinlich häufiger spielen, aber ja, Dito. So allgemein finde ich ihn ja eigentlich okay. Ah, da haben wir noch einen Croc. Aber die Sounds bei ihm sind echt over the top nervig. Der war es grausam, mit ihm zu spielen.
Dementsprechend wird Maronus, befürchte ich, nicht super viel Einsatz finden. Nee, nicht wirklich. Obwohl ich ja gerne zum Meme machen würde, dass die Krog-Party die beste Party ist, kann ich das einfach nicht unterstützen. Nee. So. Die ist nicht drin. Zwischendurch werde ich ihn vielleicht mal hier und da spielen, aber ja, ne? Im Late Game wird er wahrscheinlich auch eher so stationär irgendwo an der Seite stehen. Man braucht ihn halt auch nicht oft mandatory als einzusetzender Charakter. Ja, ist richtig, der ist seltener mal wirklich zwingend notwendig. So, bei Rover. Jetzt sind wir einander Blitzmoblin. Können wir mal töten und vernichten. Du bist Bomben, mein komisches Viech. Ja. Ich hasse, wenn die das machen. Und Schmetterange. Also sein Laufsound. Und das ist auch nicht schön. Das ist korrekt. Wobei das doch das das was ist, was ich am ehesten vergehen könnte. Und jetzt? Und jetzt werfen wir Bomben auf diese fliegenden Viecher hier. Oh mein Gott. Wie gesagt, es ist die gleiche Stimme, die Pura auch hat. Und Pura ist zwar auch cringy, aber nicht ganz so schlimm. Für Maron ist das einfach nur eine schreckliche Stimme, die sie sich da ausgesucht hat. Was ist das? Oh nein, Doppelgänger? Phantome, die aussehen wie Daruk. Das ist ja das Ungefährlichste, was ich mir vorstellen könnte. Ja. Oh nein, nicht Daruk. Das kann kein Zufall sein. Sie greifen uns an, da müssen wir sie besiegen. Kriege ich vielleicht auch einen Gegner? Oder darf ich. Ich chill hier einfach. Bis das Spiel sich denkt, hey, hier oben darf auch mal was passieren. Das Spiel ist gerade zu sehr beschäftigt. Obosa, das finde ich schon nicht so freundlich. Ich kann sie natürlich schön meine Stasis auflaufen lassen. Fühl dich gestunt, Obosa. Ich habe gehört, du bist unterwegs. Ja, sowas in der Richtung. Gestoppt! Ah, können wir Bose einmal freudig finishen hier. Finisher! Den! Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, doch jetzt mein Finisher. Blöde Cutscenes. Oh, ein bisschen Schlammzeug, das wäre los, besiegen wir die anderen auch. Der Sumpf des Zorns, aha, ist teilweise verschwunden, weil so heißt das doch scheinbar. Anscheinend. Ich hätte immer erwartet, dass es solch einfach Verheerung heißt, aber... Außerdem... Cutscenes, goddammit! Besiegt das Phantom, Nefa! Schön, jetzt habe ich den Finisher ohne Schwachpunkt leise nicht gekriegt. Danke, Cutscenes. Tut mir schwer leid. Kann ich leider sehr bedingt beeinflussen. Muss ich doch leider nicht super effektiv hier mit. So, das hat irgendwie funktioniert. Müssen wir mal alles explodieren hier. Okay, Jesus. Apropos, ja, jetzt weiß ich, wie wir gehen. Animationen in Schwachpunkt leisten. Hallo Revali. Ich hätte Mifa zu dir runterschicken sollen, hätten wir ein Mifa gegen Mifa Mirror Match gehabt. Wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Aua. Können wir dich vielleicht erstmal. Oh, goddammit. Zelda's Stasis-Modul dauert zu lange zu aktivieren. Nee. Blöder random Bock, wenn ich nicht einen Pfeil getroffen hätte, ne? Stopp mich, wa? Okay. Bumm. Hab ich zu leider nicht. Hab ich schon mal besser gemacht. Naja, hier, komm, friss einfach das Bombenmodul und dann haben wir halt hoffentlich jetzt gleich. Wo ist er denn hin? Hat auf irgendeine überraschende Art und Weise das Ding nicht komplett auf Null reduziert und ich brauche echt Link für sowas.
war einer der Gründe, warum ich die Charaktere selten in die Kämpfe schicke, weil ich ja nimmer an einen Charakter gewöhnt bin. Kämpfe dann immer viermal so lange dauern. Zack, so, tot. Kann mal wieder zurück auf Alamans Lieblingslang. Ah, jetzt hört mir noch andere Wali. Das soll es zumindest gewesen sein. Jawohl. Erde Volk! Irgendwo versteckt sich hier vorne ein Blitz-Pyromagus, aber ich habe das Gefühl, da können wir nicht mehr viel mitmachen. Denn der Sumpf des Zorns ist völlig verschwunden. Oh mein Gott! Der Weg in die Welt der Kochs ist frei. Gehen wir lang. Jetzt lang. Da vorne geht's lang. Wir halten die Monster für euch auf. Schnell jetzt. Ja, ja, schnell jetzt, genau. Damn. So, und weil wir alle vier besiegt haben, werden wir jetzt einfach wegteleportiert. Also wenn wir jetzt irgendwelche Crocs übersehen haben, sind sie jetzt halt einfach vergessen. Dürfen wir die ganze Mission nochmal spielen. Ja. Nicht unbedingt die beste Designentscheidung für dieses Level, aber... Nee, hey. Man hätte ruhig einfach in den Eingang reinlaufen können. Ja, wollte gerade sagen, man hätte den Spieler ruhig nur durch den Gang laufen lassen können, den man gerade freigelegt hat. Hey, guck mal, das ist Mr. Doom. Doom Guy. Den habe ich gerade eben schon mal gekillt. Hier auch. Den habe ich nur gesehen. Na, Katzi. Hätte ich nichts mehr zu tun. Also, dann haben wir ein ganz anderes Schwert. Ist korrekt. Das Schöne übrigens ist, ich weiß nicht, ob du das auch mal hattest. Du wirst in diesen Kampf mit dem Charakter reingeworfen, den du als letztes ausgewählt hattest. Du darfst danach aber nicht mehr wechseln. Ja. Wenn du Maronus ausgewählt hattest, dann viel Spaß. Ja. Ich erinnere mich sehr gut. Die Schatten! Oh nein! Die armen Schatten. Es hat sich ausgeschattert. In der Tat. Guck mal, ein random Bandschwert. Aber haben wir auch genügend HP, um es tatsächlich aus dem Sockel rauszuziehen? Nein, wir haben definitiv keine 13 Herzen. Oh! Das interessiert Lang aber nicht. Das ist irgendwie Mission 6 oder so. Zeit, das Masterschwert zu kriegen. Vielleicht war das Meisterschwert vor 100 Jahren auch einfach nur noch easier zu ziehen. Ja, Zelda hat das ganz feste wieder reingesteckt, nachdem Lang ohnmächtig geworden ist. Ja, so fest reingesteckt, dass es Lang 100 Jahre später fester dran ziehen muss als beim ersten Mal. Haha! Ja, cool. Easy going. Plötzlich Meisterschwert. Ja. Das irgendwie... etwas als weniger als die Hälfte des Angriffs hat von der Waffe, die wir eigentlich aktuell benutzen mit Lang. Ups. Ja. Yeah. Not sure if upgrade. Aber zumindest hat es lustige Masterschwertstrahlen, weil es das Masterschwert. Ja. Wie sich das halt für ein Masterschwert gehört. So eine dreifache, vierfache Reichweite zu haben. Sind die Klone schon tot? Das war ja easy. Oh, will er selber kämpfen? Astor! Vorbote der Verheerung! Ah ja, das ist also sein Name. Ich kann gar nicht erwarten, Astor als spielbaren Charakter zu kriegen, weil er so ein bekannter Zelda-Charakter ist, den ich auf jeden Fall spielen möchte. Ja. Könnt Astor ins Spiel packen, aber kein Vati, ne? Ja. Wie sich das immer gehört. Ich bin immer noch salty darüber, dass Vati nicht im ersten Spiel drin war. Stattdessen ja. Ein Yuga da drin. Ich wollte gerade sagen, aber dafür Yuga? Hey! Hier, friss mal einen Master Sword Finisher. Hey! Und allgemeiner Mii Finisher. Das ist heißt, noch eine Spezialattacke für ihn, schätze ich. Ja. Sie muss es tun. Ja, nur ist ja irgendwie da rausgeflogen. Na, er hat es aber abgekriegt. Er ist zwar weit weggeflogen, aber er hat es abgekriegt. Ich dachte, mit zwei Leuten starten zu haben, ist irgendwie unfair. Finish him! Ah,
Ja, mit zwei Leuten Statik zu haben, macht alles viel, viel angenehmer im Leben. Stopp! Heya. Und noch mehr Statik. Ein Traum. Schmetterangriff! Heya. Okay, vielleicht hat sich's ausgeastert. Ja, der hat nicht mehr so viel AP. Hab's gleich erledigt. Ist ja nix. Ist gar nix. Okay. Ach, so, wieder die Klone erledigen. Ich wollte sagen, er hat neue Klone beschworen, weil das hat beim ersten Mal so viel gebracht und so viel Spaß gemacht. Also, Klone. Ja, es reicht nicht, dass du die schon zweimal besiegt hast, an diesem Zeitpunkt in dieser Mission. Nein, die brauchen wir jetzt noch ein drittes Mal. Sag, finish him! Goodbye, Daruk. Jetzt habe ich auch mal einen Daruk gekillt. Jetzt bin ich stolz. Cool, Mann. Danke. Jetzt habe ich auch nur einen Obosa haben dürfen. Ja, dann bleibt nur noch Captain Karotte. Bleib stehen, Captain. Ja. Schmetterangriff! Did! Gar, die macht das Schwert, das ist so groß. Ja gut, das ist halt auch das Master-Schwert. Was willst du erwarten, ne? Ja, dafür ist er da. Und wir haben dafür Rasseln gekriegt. Hurra! Hey! Ja, jetzt können wir Maronus aufpowern. Immerhin ist er auf Stufe 22 gekommen. Hui. Ja. Hey, guck mal, wir haben diesen Typen verprügelt, der dunkle Doppelgänger gespawnt hat. Was ist denn in seiner Kiste drin? Rasseln. Rasseln. Oh, wir haben eine Fragezeichen-Waffe für mich. Eine verrostete Hellebarde. Spannend. Und Rasseln. Rasseln. Diamant! Hylia-Zeugs, alles Hylia-Zeugs. Yeah. Und ein gekochtes Ei. Cool. Außerdem haben wir bereits 89 Gegner in Stasis versetzt. Es fehlen immer noch 11. Und das nach einer Mission, in der wir diesen Auftrag gemacht haben. Holla die Waldfee. Ja. Oh, ein Baum. Ja. Oh je. Boah, sorry, aber die Line Delivery war nicht so dolle. Nee, das hätte besser sein können. Das seid unbesorgt. Dieses Schwert ist der Schlüssel, um den Sieg über die Verheerung davonzutragen, die Dunkelheit zu versiegeln. Jüngling, du wurdest vom Schwert erwählt und besitzt nun die Macht, die Verheerung zu besiegen. Kannst du mal den Mund aufmachen beim Reden? Das nuschelt so. Ja, die Lippenbewegung von dem so größer als das, was er wirklich macht. Die Dunkelheit, nur um sie besiegen. Jawohl. Du bist gerade erst aufgewacht, Kollege. Ja, und nie wieder zu sprechen. Das ist wie bei einer Hochzeit hier. Ihr seid nun bereit, mit allem fertig zu werden, was das Schicksal euch in den Weg legt. Naja, ne? Dass ihr Hyrule in eine neue Zukunft führt. Deine Voraussagen waren schon mal besser, Mr. Dekobaum. Ne. Also wir haben ein Schwert, wir haben 4 Idioten. Zelda hat keine gute Waffe. Ja. Ja, und sie hat vor allem ihre Bannkraft immer noch nicht. Das ist das größte Problem. Daran müssen wir noch arbeiten. Wir haben ein Master-Schwert, das wird schon reichen. Yay, we did it! Maronus, Musiker aus dem Krogwald. Der Musiker aus dem Wald der Krogs, dem nichts über Tanzen geht. Sein Lieblingsinstrument sind mit Krogsamen gefüllte Rasseln. Es heißt, dass seinem Tanz eine verborgene Kraft innewohnt. Ja, für die meisten seiner Sachen müssen wir halt auch die Krogsamen sammeln. Im Endeffekt müssen wir halt alle Krogsamen des Spiels sammeln, um alle Events nachher aktivieren zu können. Außerdem ganz viel Krimskrams, eine Million neue Events, ein paar Upgrades dazwischen. Ja, ein paar Upgrades, ein paar Trainingsmissionen für Maronus. Das hier ist zum Beispiel wichtig. Forschung zur Rostentfernung. Die Schmiedegilde versucht schon lange Wege zu finden, wie man rostige Waffen wieder zu Glanz verhilft. Teile eines Monsters, das verrostetes wieder glänzen lässt, könnte der Schlüssel sein. Ja, damit's. Roast-Entfernung. Wunderbar!
Ein Traum, mit einer Bonusstimme. Waffen rosten. Wenn du deine rostigen Waffen zur Hylia-Schmiedegilde bringst, kannst du dort den Rost entfernen lassen. So sind deine Waffen im Kampf wieder effektiv einsetzbar. Das heißt wieder, damit sind Waffen überhaupt erstmal einsetzbar, wenn wir sie gefunden haben. So, Stauraumwaffeninventar plus 1 für einen Croak-Samen. Maronus ist unzufrieden mit seinen Tänzen, da er nicht genug Croak-Samen für seine Rasseln hat. Hilf ihm, seine Rasseln zu füllen, damit du seinen besten Tanz und sein strahlendes Lächeln siehst. Ja. Ohoho. Es ist schon fast beeindruckend, dass wir bereits über 65 Croak-Samen gesammelt haben. Da sind wir noch gar nicht so tief im Spiel, wenn du dir da oben diese freundlichen Männchen anguckst. Naja, okay, ich würde aber trotzdem sagen, wir machen an dem Punkt erstmal eine kleine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir 15 neue Events aktivieren werden, die gerade aufgeploppt sind. Hooray! Und vielleicht auch mal schauen, was die verrostete Waffe ist, mal gucken. Je nachdem. Bis dahin, see ya! Aloha!